damals, glaube ich, mit dem Kampfsport angefangen, auch wie jeder irgendwie, weil ich einen starken Vaterkomplex hatte. Ne? Also ganz viele, die mit dem Kampfsport anfangen, haben einen Vaterkomplex, ne? Suchen eine starke Bezugsperson, die vielleicht nicht da gewesen ist. Und es war natürlich auch die Zeit der Kung-Fu-Filme und ja, auch aus einer Unsicherheit heraus, ne? Weil jeder, der Kampfsport macht, möchte natürlich lernen, oder Selbstverteidigung möchte lernen, kämpfen zu können, sich verteidigen zu können. Und das tut man dann ja in der Regel, wenn man unsicher ist oder wenn man, ja, wenn man in so einem Umfeld aufwächst, wie ich aufgewachsen bin. Und ja, aus Ängsten und Komplexen im Grunde auch. Ne? Das ist auch so ein Grundmotivator. Aber es war natürlich auch eine große Mode. Kung Fu, Karate, das war die große Zeit in den 70ern. Und für mich mittlerweile, ich unterrichte das ja jetzt schon ein paar Jahre, ist es einfach so, dass ich denke, die große Kunst ist nicht zu kämpfen, sondern die große Kunst ist es, den Kampf schnell zu beenden. Und das hört sich total verschwurbelt an, aber es ist tatsächlich so, jeder vermiedene Kampf ist ein gewonnener Kampf. Und ich habe damals, Anfang der 80er Jahre, mal einen Film gesehen, The Outsiders heißt er. Und da geht es um Jugendgangs in den, ich glaube, in den 60er Jahren in Amerika. Und da gibt es so eine privilegierte Klasse, also Jugendliche, die eben etwas reicher aufwachsen, und dann so die ärmere Schicht. Und am Abend vor dem großen Kampf treffen sich zwei, also sind so die Hauptdarsteller, und die treffen sich, und dann sagt der aus den privilegierten Kreisen, es ist vollkommen egal, wer gewinnt, weil ihr werdet immer die Outsider bleiben. Und da steckt unglaublich viel Wahrheit drin, denn jeder, der den Kampf sucht, verändert im Grunde nichts, sondern er speist seinen Minderwertigkeitskomplex damit. Ein Aggressor, der versucht, sich zu vergleichen, ist im Grunde so komplex beladen, dass er versucht, diese Komplexe irgendwie, es ist so unglaublich wichtig für ihn. Ich habe auch beim Kampfsport total viele Leute, die wollen sich ständig vergleichen oder schreiben mir, ey, du bist so doof und du kannst nichts und so weiter, weil sie sich ständig vergleichen wollen. Nur mir ist es so überhaupt nicht wichtig. Dieser Vergleich ist einfach für die so wichtig. Und der ist für die so wichtig, weil sie irgendwo eine Leere spüren, die sie mit so einem Vergleich dann irgendwie kompensieren wollen. Also sie genügen sich nicht selber und es genügt auch nicht das, was sie machen, sondern sie wollen ständig irgendwie, ja, diesen Vergleich und wollen, verhalten sich dann aggressiv oder irgendwie so, wollen kämpfen. Und der Punkt ist einfach, und das habe ich im Laufe der ganzen Jahre gelernt, dass Kämpfen und dieser Vergleich, dieses sich ständig zu vergleichen, füttert einfach die Minderwertigkeitskomplexe. Und das ist kein Zeichen von Stärke, sondern ein großes Zeichen von Schwäche. Deswegen bringe ich meinen Schülern bei, dass Kämpfen totaler Schwachsinn ist. Und dass, wenn man etwas lernt für die Selbstverteidigung, dann muss man lernen, den Kampf schnell zu beenden.